wurde bei dieser Straftat mit einer Schusswaffe gedroht oder wurde geschossen. Man sieht, da ist im Jahre 1993 ein riesiger Sprung nach oben. Das ist nicht, weil Deutschland krimineller geworden ist, sondern ab da sind die neuen Bundesländer oder die ehemalige DDR mit in der Statistik aufgenommen worden. Das ist also keine Veränderung im Verhalten. Aber seit Mitte der 90er Jahre bis heute kann man sehen, dass die Säulen immer kleiner werden. Das Drohen mit Schusswaffen hat um 49, also um fast die Hälfte abgenommen. Und das Schießen hat mit 48% auch fast um die Hälfte abgenommen. Und wenn man sich jetzt so Vorabendserien anguckt, die Drogenhändler in dicken Autos mit einem fetten Geldbeutel und eine Waffe auf dem Nebensitz. Und wenn man dann guckt, bei wie vielen Delikten im Rahmen von Betäubungsmittelhandel oder Schmuggel in Deutschland Waffen eingesetzt werden, dann sieht man, da gab es im Jahr 1995 einen Fall, da wurde zweimal gedroht. Das war in Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährigen. Und dann war noch 2004 nochmal eine Drohung. Das war eine Abgabe sonstiger Betäubungsmittel. Und einmal wurde geschossen und das war 2006 bei einem Haschischhandel. In allen anderen Jahren haben alle Polizisten in Deutschland immer diese beiden mit Nein angekreuzt. Hier nochmal zurück. Aktuell sind es so 6.000 Fälle, gut, wo gedroht oder geschossen wird. Es waren mal gut 12.000 Mitte der 90er Jahre. Aber davon ist der Hanf über all die Jahre und die anderen Drogen nicht betroffen. Also der klassische Drogenhändler ist nach Ausweis der Kriminalpolizei in Deutschland, Bundeskriminalamt, überdurchschnittlich friedlich. Wenn man andere Berufsgruppen durchgehen würde, seien es Autohändler oder was auch immer, Schrotthändler oder was auch immer, da kommen viel mehr Schusswaffengebrauch. Auch Schusswaffengebrauch im Amt, wo verboten ist, kommt vor. Also ja, wenn man seiner Tochter raten soll, lieber mit einem Haschischhändler oder mit einem Polizisten verheiratet zu sein, was das Risiko anbelangt, in einen Schusswaffenkonflikt zu kommen, ist beim Haschischhändler auf jeden Fall kleiner. Das Gegenteil von Drogenabhängigkeit ist nicht Abstinenz, sondern Autonomie. Mit dem Begriff Autonomie wird bei gewissen Leuten schräg angeguckt, weil die Autonomen, die kommen immer am 1. Mai in alle Boulevardblätter. Da gibt es dann Fernsehanstalten, habe ich selber mitgekriegt, in Kreuzberg, private Sender, die können dann 100-Euro-Scheine verteilen an ein paar Punks und dafür zünden die zwei Container ein und schieben die auf die Straße, kommt die Kamera davor, da hat man die richtigen 1. Mai-Bilder. Aber autonom heißt im Grunde genommen einfach selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt. Und das ist das Wichtige, Drogenmündigkeit, Drogenkompetenz. Man muss was darüber wissen. Nicht? Drogenmischkonsum ist eine Kunst wie Kochen. Von einem Gewürz zu viel, dann schmeckt die Soße oder die Suppe nicht mehr richtig. Es muss wohl dosiert in der richtigen Kombination sein. Das ist eine Kultur und das ist nicht nur ein Konsum. Dieser Spruch ist mir eingefallen, als ich die Internetseite angeguckt habe von einer Frau, die wohnt gar nicht weit von hier, von Basel. Und zwar die Marion Kaspers-Merkt, die war einige Jahre Drogenbeauftragte. Und die hat eine unglaublich hysterische Kampagne gegen Cannabis und Cannabiskonsumenten geführt und immer betont, wie schlimm das ist. Und auf ihrer Homepage war sie zu sehen, bei der Weinprobe mit 2 Flaschen Wein, so am Einschenken. Und dann hat das so der Handverband und wir, Yves und Rave, wir haben das so moniert und in Blogs und in Zeitungen geschrieben, das sei doch der Fehler, sie sei ja gegen Sponsoring der Alkoholindustrie an der Love Parade, aber selber macht sie da Werbung für badischen Wein.
Und da hat die richtig trotzig reagiert. Hat gesagt, wenn die Leute wegen dem Bild monieren, da hole ich mir den starken Mann. Und das Bild wurde ersetzt. Da stand sie dann mit dem Schröder, war der Bundeskanzler, beide eine Flasche, einen badischen Edelgutwein und drunter der Spruch, dass der japanische Kaiser davon getrunken hat. Also auf der einen Seite Narkoman, eine Liebe zu einer Droge, und auf der anderen Seite Narkophob. Und wenn man gleichzeitig Narkoman und Narkophob ist, je nach Substanz, so substantistisch gesteuert, spricht man von Schizonarkophobie. Drogenpolitik bringt viele Probleme. Und deshalb habe ich mir so überlegt, auf Anregung von einem Schreiben, das ENCOT, das ist eine europäische Koalition für eine neue Drogenpolitik, lauter NGOs sind da zusammengeschlossen und die haben für das Treffen der Suchtstoffkommission im Jahr 2008 einen Text entworfen für eine neue Drogenpolitik und diesen Text habe ich umgebaut, weil ich bin viel radikaler noch als vielleicht manch anderer, weil Drogenkultur ist wirklich eine alte Kultur. Und Psychonautik durch Chemikalien, durch bestimmte Pflanzen, sein Bewusstsein zu verändern und nicht nur durch Yoga oder Meditation oder Musik oder was auch immer, das ist ein Grundrecht. Und das ist eine uralte Tradition, seit Jahrtausenden belegt. Und dann kommen da so ein paar Politiker und sagen auf einmal, das sei nicht rechtens. Da fühle ich mich in meinem ureigensten Recht beschnitten. Und dagegen bin ich. Ich kämpfe mit meiner Freiheit. Und diesen Text hier, den kann man im Internet nachlesen unter 25.nachtschatten.ch. Ich zeige auch noch die Adresse. Und diesen Text habe ich auch als GNU-License rausgegeben. Also wer sich mit Copyright oder Internet auskennt, GNU-License heißt, dieser Text ist Gemeingut. Den darf jeder weitergeben, übersetzen oder sonst was. Auch die ganzen Texte davor und danach, die habe ich so zusammengefasst in einem Buch. Das gibt es hier am Stand. Psychonautik, Hedonismus und Ekstase. 25 Jahre Nachtschatten Verlag. Den Verlag gibt es auch nur wegen dem Staatsanwalt, weil der mal Bücher verbrennen ließ in Solothurn. Importierte Bücher. Und da hat Roger gesagt, ich mache selbst Bücher. Und die 25-jährige Geschichte, Verlag und einige Organisationen stehen genau hinter dem folgenden Konzept. Und zwar geht es darum, aufgrund der Schäden der Drogenpolitik, die sehr offensichtlich sind und die gescheitert ist, die Politik zu ändern. Nicht die meisten Länder tun nach einem internationalen Vertrag der sogenannten UNO-Drogenkonventionen von 61, 71 und 88 die Gesetze anwenden. Aber diese Anwendung der Gesetze verhindert nicht, dass es trotzdem eine lebendige Hanfkultur gibt, dass es trotzdem riesige Partys gibt, wo viele Leute hingehen und Drogen nehmen. Also die Repression ist ungeeignet, irgendwie das zu unterbinden. Ja, die Repression neigt vielleicht sogar dazu, den Handel anzukurbeln. Denn es zeigt sich, da wo die Leute kiffen dürfen und das kaufen dürfen, in Holland, kiffen weniger Leute als zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland. Und von den Gesetzen sind vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft betroffen. Die Bauern. Dort werden die Drogenkriege geführt, in Afghanistan, in Mexiko, in Peru, in Bolivien. Und das ist einer ihrer Urrechte, die haben schon immer Koka angepflanzt. Und dann kommt einmal irgendeine Behörde und sagt, jetzt dürft ihr das nicht mehr. Das ist so wie die EU-Saatgutverordnung, die den Bauern verbietet, frei zu wählen, was sie säen wollen, sondern Saatgut kaufen müssen, aber selber kein Saatgut mehr herstellen müssen, dürfen oder sie müssen Lizenz zahlen. Wie früher hatten die Bauern einen Gutsherrn, gab es Bauernkriege, dann waren sie frei und jetzt kriegen sie langsam irgendwelche Lehnskonzerne. Und
Hanf und Drogen waren, glaube ich, so der erste Experimentierball dieser Globalisierung. Alles irgendwie für die Shareholder Holdings unter Kontrolle zu bringen. Dass man aus jedem Schritt, wo der Leben Mensch zum Leben braucht, sein Kapital schlagen kann. Die Drogenpolitik ist auch mit Verletzung der Menschenrechte verbunden. Erst im Jahr 2008 sind die auf die Idee gekommen, überhaupt die Menschenrechte in diesen UNO-Konventionen aufzunehmen. Vorher war es völlig legal, Drogenkontrollen und Drogenverfolgung ohne Einhaltung der Menschenrechte durchzuführen. Und da haben alle Regierungen zugestimmt, auch die unsrigen. Das muss man sich ja vorstellen. Und dann ist natürlich die Souveränität der Länder. Denn wenn ein Land jetzt abstimmt, bestimmte Sachen zu legalisieren, dann kommt die UNO und sagt, dann machen wir Sanktionen. Das ist Untergrabung der Selbstbestimmung der Staaten. Nicht, wenn die Leute so abstimmen und was für richtig finden, dann muss man denen das auch erlauben und nicht so ein Weltzensur-Druckmittel. Das ist so wie die Inquisition der Kirche. Damals waren es Bücher, heute sind es Moleküle. Und dann in vielen Ländern ist natürlich die Zerrüttung des Rechtsstaates zu beobachten. Und auch hierzulande gibt es Polizisten, die wissen, wenn sie jeden Monat bei ihrem Kokainhändler vorbeigehen und 30 Gramm für Umme kriegen, dann hat der seine Ruhe und er sieht nichts. Also Korruption gibt es auch hierzulande, vielleicht nicht so offen und so häufig wie Afghanistan oder in Mittelamerika, aber der Rechtsstaat in seinen Grundfesten ist vielerorts durch den Drogenkrieg völlig außer Kontrolle geraten. Ich muss denken, in Afghanistan, es sind NATO-Panzer, also europäische und US-amerikanische, kanadische Steuergelder. Damit werden die Opium- und Haschischfelder bewacht, damit der Warlord von einem Tal die Ernte vom Warlord im anderen Tal nicht anzünden kann. Denn man braucht ja Drogen, um ein War on Drugs zu führen. Und den führt man momentan in Zentralasien, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Die Länder, die sind momentan am meisten betroffen. Und aus diesem Grund muss eine grundlegende Veränderung eintreten bei der Drogenkontrolle. Lokal,